Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Der letzte Part endete etwas plötzlich und mir fällt direkt auf, dass es wieder scheiße läuft. Ne, okay, passt. Ich hatte richtig Probleme mit auf randloses Fenster wieder umstellen und Vollbild haben. Absolute Katastrophe, läuft jetzt wieder. Es sieht trotzdem arschlaggy aus, aber ich habe 60 FPS. Okay, servus. Was gibt's? Was bist du denn für ein Vetterchen, ey? Lecko Schmecko. Guten Tag. Willst du mir deine Waren zeigen? So, er verkauft Assassinenhosen. Ah ne, Markhammerhosen. Gut. Aber auch ansonsten, ja, eher Schmutz, ne? Gut. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, ob die cool sind zum Verkaufen. Wir gehen all in. Komm, mach. So, wir haben, meine ich, nichts gekriegt, was wir nicht sowieso schon hatten. Also komplett irrelevant. Ich schätze ihn als hier Elf ein. Wie heißen die? Oh, er spielt natürlich Königreich, okay. Ich komme gerade nicht drauf, wie die Square Tail. Genau, Square Tail. So. Spion gegen nördliche Königreich ist wichtig. Eine Wiederbelebung ist auch gut, aber ein Spion ist ein bisschen wenig. Gut. Nördliche Königreiche geht eher auf Nahkampf, würde ich sagen. Ich würde mal dir sacrificen. Das war schon mal ein sehr guter Deal. Und weil wir fast nichts haben, was das benutzt, sacrificen wir die noch. Und ja, ist okay. War kein guter Deal, aber okay, Adil. Okay. Gut, die haben natürlich auch welche davon. Ich hoffe noch eine Finte zu kriegen, das wäre jetzt Ehre. Ich habe übrigens nur eine von drei Finten, die es im Spiel gibt. Ich habe keine Ahnung warum. Okay, er spielt noch einen und wir haben noch keinen zum Wiederbeleben. Das ist natürlich ärgerlich. Aber dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt darauf. Spielt keinen dritten. Okay. Hatte ich keiner erwartet, dass er einen dritten spielt. Okay, das ist ein ziemlich gutes Dingens. Gut, wenn er einen verbrennen hat, macht er den jetzt weg, wenn er klug ist. Entweder er hat keinen Verbrennen oder er ist nicht klug. Beides möglich. So. Dann wollen wir da mal schauen. Er hat zwei, also... Ja doch, er hat zwei Karten mehr als ich, genau. Okay, das können wir noch ausgleichen, wenn wir ihn wiederholen. Oder ihn, aber wir werden ihn wiederholen, weil er schlechter ist. Ich würde sagen, da wir alle unsere guten Karten schon rausgehauen haben, machen wir so, jetzt wird er immer noch kein Verbrennen spielen. Okay, er holt sich Plätze aufs Feld. Wenn er es hat zumindest, hat er auf jeden Fall, gut. Gerade würden wir verlieren. Ich hole mir auch mal eine 15er Karte, ohne eine 3 dazu, ja, okay. Er passt. Okay. Gut. Ich habe leider nichts, um was zurückzuholen, also keine Finte. Finde der echt genossen, ey. So, gib mal eine Karte, nochmal Nebel, okay. Dann spielen wir jetzt erstmal sie und holen uns noch mehr Karten. Taler. Es wäre richtig geil, wenn wir jetzt noch eine Wiederbelebung kriegen würden. Schade, aber der ist sehr gut. Okay, pass auf. Zwei davon im nächsten Zug spielen macht gar keinen Sinn. Okay. Wir haben deutlich mehr Karten als er. Wir haben hiermit allein noch drei mehr. Aber er wird eine kriegen. Das heißt, wir spielen dann 9 gegen 7. Passt für mich. Okay, er passt auch. Gut, wir spielen jetzt 9 gegen 7. Na, 9 wegen ihmchen hier. Okay, wir spielen 9 gegen 8. Kein guter Start. Er hat auch noch mal Taler gehabt. Okay. Wir spielen 9 gegen 9, das ist ärgerlich. Wir müssen hoffen, dass er schlechte Karten hat. Und wir können keine von den beiden benutzen. Ah, doch, die können wir benutzen. Wir spielen 9 gegen 10. Oder? Ja, doch, ich glaube schon. Kann auch sein, dass ich mich gerade ultra verrechne. Bam. Wenn er jetzt verbrennen hat, hat er gewonnen. Hat's nicht, okay.
Das ist schon mal keine gut. Pass auf. Wir spielen erstmal die. Das würde uns zumindest die retten, wenn er jetzt nochmal... Okay. So. Das ist richtig asozial. So. Er hat deutlich mehr Karten als wir. Ich glaube, er gewinnt das noch. Okay, pass auf. Ich glaube, er gewinnt das halt echt noch, ne? Scheiße. Ah, dass er zweimal wiederbeleben konnte, war doch echt asozial. Wir haben verloren. Fuck. Okay, wir spielen nochmal. Ach. Warum startet der in der Mitte? Ich will doch einfach nur Enderspam. Gut. Starten genau das gleiche nochmal. Mhm. Davon können wir einen wegschmeißen. Den zweiten können wir auch gleich wegschmeißen. Wir haben keinen Spion gekriegt, aber wir haben was zum Wiederbeleben. Boah, das ist schon so bad, ey. Also kein Spion am Anfang ist schon echt richtig schlecht, ne? Das ist schon richtig, richtig schlecht. Okay, pass auf. Er wird die erste Runde auf Karten. Oh, ja, geht nicht auf Karten, okay. Okay. Mhm. Hat verbrennen, gut. Habe ich erwartet, bin ich ehrlich. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich hätte vielleicht erst den zweiten spielen sollen. Ich möchte übrigens anmerken, ich spiele kein gutes Gewinn, ne? Also überhaupt nicht. Wir machen übrigens heute die restlichen Gewinnsachen fertig, die auf der Karte sind. Zumindest die zu der Aufgabe gehören. Ah, okay. Ich habe zwei Karten mehr als wäre das, ärgerlich. Gegner passt. Okay, pass auf. 11. Gewinnen wir, wenn wir jetzt noch eine aufs Feld legen. Ist eine erste Runde, die wir gewinnen, aber wir haben echt wenig Karten. Ja, sie hätte gereicht, aber dann hätte ich nicht nächste Runde einen wiederbeleben können. Ehre, wir haben 2. Das heißt aber, er kann nächste Runde wahrscheinlich... Wir haben 3. Er hat sich eine Finte natürlich. Ich habe leider keine Finte, ey. Ehre. Okay, er spielt einen Baden. Baden finde ich übel asozial, ey. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die stacken können. Ich würde sagen, wir holen uns noch einen dritten. Zack. Was kriegen wir? Ehre, noch eine Wiederbelebung. Perfekt. Können wir wiederbeleben in der nächsten Runde? So. Spielen wir es jetzt mal langsam hoch. Er darf nicht verlieren jetzt, theoretisch. Ja, er verliert dadurch 11. Keiner. Nicht ganz. Ja, okay. Dagegen kann ich nichts machen, tatsächlich. Ich hätte die spielen sollen, ne? Dann wäre der zerstört worden. Wobei hätte er den wahrscheinlich wieder gespielt. Gehe ich all in? Wir haben gerade 6-6. Wir können uns nochmal 2 holen. Ja, aber mit Sicherheit auch. Wir haben dadurch einen Vorteil. Ich spiele keine Finte. Ich habe die Hoffnung, dass er mir nochmal einen reindrückt. Dann kann ich den nämlich nochmal ziehen. Und so könnte ich das nächste Runde machen. So, warte mal. Spiele ich jetzt noch eine normale? Ich spiele noch eine normale. Jetzt spiele ich keine mehr. Egal, was er macht. Er wiederbelebt. Okay, ich spiele vielleicht doch noch eine, indem ich eine Finte spiele. Okay, er gewinnt wieder. Lassen wir ihm den. Würde ich sagen. Weil jetzt kann er Thaler wiederbeleben. Komm, mach. Spielen erstmal langsam hoch, würde ich sagen, ne? Möglichst viel Zeit rauszögern.
Verbrennen hat er schon gespielt, ne? Ich meine, er könnte ein zweites haben, aber... Doch eher unwahrscheinlich. Ich meine, Pech hat er ein zweites. Dann verbrennt er uns die jetzt. Ich hab's auch gejinxt, ne? Das ist ja gar nicht gut. Okay. Ribok. So. Dann holen wir uns... haben wir noch einen schlechteren? Nee, ne? Er hat uns Taler nicht gegeben, ne? Dijkstra, gib uns nochmal zwei gute Karten, bitte. Ehre. Absolute Ehre nebenbei. Aber die zweite Karte war Junk. Literally. Das war auch sehr gut. Ja, 36 haben gewonnen. Ehre. Absolut Ehre. Nice. Was kriegen wir? Oh, Gatzen sind laut. 50 Kronen leider nur. Und Schildmann des Clans Drummond. Okay. Das nächste ist hier direkt die Straße runter, wollte ich gerade sagen, die keine ist. Hier geht's runter, genau. Ich spiele übrigens immer noch auf der alten DirectX-Version. Ich habe vergessen, welche das ist. Und nur auf 2K und trotzdem lags, was ich nicht verstehe. Oh, guck mal, hier können wir noch Karten kaufen, eventuell. Ich bin schon so lange unterwegs, dass ich keine Antwort weiß. Sagen wir, aus dem Norden. Ach, ist es wahr, was man sich erzählt? Krieg und Tod und Zerstörung überall? Das ist übertrieben, aber nicht sehr. Tut mir leid, dass ich frage, aber ich habe Familie in Edirne, weißt du? Daher die Neugier. Aber bitte sag mir doch, was ich für dich tun kann. Ganz kurze Unterbrechung. So, da bin ich wieder. Wir fragen erstmal nach Familie. Du hast Familie in Edirne? Wo denn da? Wenn du es mir sagen willst. In Wengerberg. Warst du da schon mal? Oh ja, oft. Das ist die Heimatstadt meiner... einer Freundin. Hübsche Stadt jedenfalls. Wengerberg. Hat auch nicht allzu sehr unter der Invasion gelitten, soweit ich weiß. Puh. Da fällt mir aber wirklich ein Stein vom Herzen. Ich muss schon sagen... Okay, ist ein bisschen weird. Und das ist nur eine Freundin, ja? Nicht deine, Geralt. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ja, wir kaufen jetzt mal eine Karte ein. Wow. Puttkammer. Fraktion Kaiserreich Nilfgaard. Einheit Karte. Fernkampf 3. Okay. Das sind sehr wenig Karten, möchte ich anmerken. Was bist du? Raunlikör. Ich dachte, der wäre so eine Spitzenflasche gewesen. Gut, dann let's go. Achso, muss ja wieder wetten. Zack. Spielst du oft Gwind? Wie wäre es mit deiner schnellen Partie? Let's go. Nichts Neues leider. Starten einfach mal das Spiel. Oh, mein Bein tut so weh. Gegner beginnt. RIP. Weil ich das tatsächlich lieber da mag, wenn der beginnt. Was brauchen wir denn nicht? Der eine davon kann ich auf jeden Fall ablehnen. Das war ja lächerlich. Scheiße. Der ist auch komplett nutzlos. Wir haben keine andere Belagerungskarte. Wir haben kein Dingens. Er spielt Nilfgaard. Das heißt, er wird uns ohne. Also, sie wird uns ohne Ende mit Spionen zuballern. Ach, Scheiße. Das wird kein guter Kampf. Da bin ich mir sicher. Okay, Olle geht wieder weg. Ich wollte mir gerade Olle geht nochmal angucken. Weil ich gerade nicht sicher war, was der macht. Versteckt alle Einheitenkarten und plus 1 außer sich selbst. Also das gleiche wie er. Okay. Gut. Das wird ein Loss. Bin ich mir sehr sicher. Das ist ein sehr guter Spion auf unserer Seite, bin ich ehrlich. So. Er hat einmal verbrennen gespielt. Gehen wir einfach mal davon aus, er hat nicht nochmal verbrennen. Er wird nochmal verbrennen haben, ne? Aber damit würde er uns jetzt erstmal nur den Spion weghämmern. Okay, zweiter Spion, nicht zu schlecht. Es wäre halt geil, wenn man so eine Runde passen könnte, einfach ohne das Spiel aufzugeben, ne? Das wäre echt ehrenhaft. Ich verstärke die einfach mal. Ich habe
eh später keine anderen Karten mehr. Okay, gibt uns noch einen Spion. Gut, wir passen. Er könnte uns jetzt die und die mit zweimal Verbrennen kaputt machen. Wenn er dafür zweimal Verbrennen wasten will. Will. So. Okay. Macht ihn weg. Dann spielt er einmal Verbrennen, macht die weg. Das war ein guter Schachzug. Er muss trotzdem richtig viele Karten spielen, um uns noch zu besiegen. Ja, weiß ich nicht, ob sich das gelohnt hat, Brudi. Jetzt wiederbelebt er einen. Okay, what the fuck, der hat ein richtig gutes Deck. Oder die, besser gesagt. Leider können wir nur einen wiederbeleben. Wir beleben natürlich erstmal den Schwächsten. Das war legit Junk, leider. Okay. Ich glaube, das ist jetzt gerade die einzige Möglichkeit, die ich habe. So. Leider nochmal Junk bekommen. Zweiten Wiederbeleber wäre super gewesen. Spion wäre super gewesen. Leider sehr wertlos alles. Alles in dichten Nebelhüllen. Ja, wiederbelebt einen, natürlich. Kann ich aber als Finte mir wiederholen. Komm, gib mir eine schöne Karte, Brody. Okay, er holt sich noch einen Spion wieder. Ah ne, er hat gar keinen weiteren Spion, okay. Gut, dann spielen wir ihn natürlich. Kriegen immerhin zwei starke Karten, aber halt nichts Wertvolles, ne? Sind wir mal ehrlich. Wir haben jetzt gleich viele Karten. So, warte mal, pass mal auf, ne? Hast du noch ein Verbrennen? Würde ich dir rausbaiten wollen. Oh, das schmeckt. Ja. Das ist ja blöd, dass du das jetzt machst, Mensch. Erstens halt eine Karte im Voraus, im Endeffekt. Ich versuche eben gerade, falls ihr das nicht bemerkt, so viele von den Karten rauszubaiten wie möglich. Okay, die ist leider wertlos für uns. Das ist nicht gut. Scheiße. Das hatte ich anders geplant, bin ich ehrlich. Ich wollte eigentlich alle vernichten, aber die haben sich gegenseitig verstärkt. Schade. Er kann das noch gewinnen. Er hat es verloren. Ehre. Sie, meine Güte. Was kriegen wir? Mäusack! Ehre! Nee, auf! Der Fremde aus dem Norden sind wir. Und wir gehen jetzt in die Stadt. Da haben wir ja auch noch 80 Quests. Ich hab vergessen, wo die scheiß Dingens ist. Da, okay. Perfekt. Da. Gut, dann gehen wir jetzt in die Stadt, machen nicht die Quests, sondern einfach nur Gewinnspielen und machen im nächsten Part die Quests. Okay? Gut. Ich mache heute aber Gewinn fertig, weil ich möchte das Gewinn fertig haben. Und wir haben jetzt zwei Runden, also wir haben in drei Runden gespielt, aber nur gegen zwei Gegner. Und wir haben schon 18 Minuten. Gewinnspielen dauert halt immer einen Augenblick. Vor allem, wenn man sich noch so drei Geschichten dabei anhört. Karte, zeig mir doch einfach mal den richtigen Weg, bitte, danke. So. Halt doch mal dein Maul. Ach doch, da ist eine Tür. Ich wollte gerade sagen, hier ist keine Tür. Keine bessere. Servus. Willkommen, guter Mann bei Dupont und Söhne, Emporium der Vielfalt. Wer auch immer du bist. Zufriedenheitsgarantie. Bücherladen? Zeig mal, was du zu bieten hast. Also lass mir deine Vielfalt ansehen, fand ich lustiger. Gemälde! Ah, okay, kann man bestimmt für sein Haus kaufen. Ja, irrelevant bräunlich, Quint. Um alles natürlich. Wir könnten ja eine Runde Quint spielen, statt zu schwatzen, oder? Dem würde ich Nilfgaard zuteilen. Bin ich ehrlich? Das ist super. Das ist auch super. Er spielt Monster.
Also keine Viechers, leider. Wir haben einen. Das ist natürlich auch sehr wenig. Wir haben relativ viele... Wir haben nur normale Karten. Also außer Ihnchen jetzt hier. Gut. Stört mich zwar, fangen wir mal so an. Servus. Hast du bitte auch welche? Ich glaube, Monster hat gar keine, also kann keine haben, außer Ihnchen hier vielleicht. Okay. Wir haben eine Wiederbelebung, das ist nett, aber auch nicht gut. Wir gucken, was er macht. Mhm. Er wird sich Dingens aufbauen wollen. Wir haben ein paar Brände immerhin. Gucken, dass wir unter 10 bleiben. Das ist natürlich eine starke Karte. Aber wir haben unseren Drachen. Wir gehen mal davon aus, dass er nicht mehr als 4er Karten hat, okay? Gut, dann machen wir nochmal eine 6er. Okay, Brudi, das ist jetzt schlecht für dich. Verbrennen ist, glaube ich, wertvoller als Ihmchen. Ja, gut, ist sehr abhängig, ne? Bin ich ehrlich. Pass auf, immer so. Zack, die 4 weg. Wir haben gewonnen. Verbrennen ist halt universaler. Macht aber auch unsere Karten kaputt, wenn sie nicht stark genug sind. Wenn sie zu stark sind. So. Davon möchte ich eigentlich nichts wiederbeleben, wobei wir theoretisch den Drachen wiederholen können. True. Wir starten mal schwach. Wir haben eine Karte mehr als er immerhin. 2, glaube ich sogar. Okay, er hat Ifrit. Heißt er Immelit? Immelit, genau. Gut, dann holen wir uns die 3. Wenn er jetzt verbrennen hat, macht er uns die weg. Oh, hat er nicht, scheinbar. Okay. Trauga. Na gut. Ist halt strong. Die Karte bleibt liegen. Ah, okay. Stimmt, der spielt Monsters, ne? Gut. Dann holen wir uns die zurück. Hm. Okay, schade. Hat keine Mates auf den Plan geholt. Das ist sehr ärgerlich. Ich denke, er wird die Reihe da hinten verstärken. Was für mich actually egal ist. Dann schmeißen wir mal die beiden Karten weg. Weil egal, was er macht, sie sind mir halt wirklich Latte. Das ist super. Dadurch sind die halt wertlos. Okay, cool. Wir könnten 24 Punkte von ihm zerstören, tatsächlich. Egal, erstmal, oder? Ja, erstmal egal. Jetzt natürlich das Risiko, dass er was mit über 6 spielt, relativ hoch, ne? Pass auf. Möchte ich eigentlich auch noch nicht machen. Wir können uns noch einen zurückholen, sehe ich gerade. Ich bin dumm. Finde das ja ultra. Was hat er gemacht? Ah, eine Verstärkung. Die haben jetzt alle 12. Okay. Gut, dadurch könnten wir sehr viele Punkte von ihm zerstören. Machen wir aber einfach so. Zack, weg. Bumm. Mhm. Gott, holt noch mehr davon. Das ist jetzt ärgerlich. Da hätte ich den spielen sollen. Die haben alle nur 4, ne? Die müssten alle 4 haben. Ah, scheiße. Ich brauche nur eine Finte. Ah, scheiße. Egal, ich gehe mal davon aus, dass er nicht... Warte mal, 8, 16, 24. Das wird mir actually 12 holen und das unten nur 11. Okay, gut. Also bleibe ich hierbei. Mhm. Er hat verloren, Ehre. Sehr schön. Was gibt er uns? Pirat des Clans Daimon. Ah, das Biest ficken wir auch noch.
Nix, Feigheit. Teuer wirklich gar nichts geworden. Ja, okay. Willkommen. Servus. Kräuter frisch, getrocknet, gemahlen. Was immer du wünschst. Nüchterne Kräuter auf jeden Fall. Wir gucken aber mal kurz. Ich denke nicht, dass sie Karten verkauft. Nö, wertlosen Schmutz. Okay. Jetzt. Ah! Scheiße. Kann ich es abbrechen noch? Nein. Kann ich nicht. Wird aus Niederlage gewertet, egal. Finde super, das ist auch gut, das ist super. Okay, das ist auch super. Sehr gut. Was spielt sie? Sie spielt Skellige. Wir haben relativ gute Karten. Also wir haben eigentlich alles, was man sich wünschen kann, ne? Wir haben zwei davon, wir haben zweimal wiederbeleben. Au, mein Bein. Okay, wir haben ein paar Belagerungsmaschinen dafür, eine Verstärkung. Ich würde sagen, wir spielen so. Mhm. Guck mal hier, nimm mal den so lange. Kann er sich natürlich auch wiederholen mit Finte oder sowas, aber wir haben ja eine Wiederbelebung für so einen Fall. Ah, für den nicht, schade. Das ist auch einfach der Beste. Sind wir mal ehrlich. Ich glaube, wir haben das Katapult noch gekriegt. Okay, perfekt. Das heißt, er wird sich jetzt... Dingens holen. Genau. Den könnten wir jetzt wegfinden oder wir wiederbeleben ihn. Ich denke, wir wiederbeleben ihn einfach. Er könnte uns jetzt... Er hat kapituliert. Okay, er ist actually ziemlich dumm. Ich glaube, wir gewinnen einfach. Perfekt, noch ein. Ehrenhaft. Sehr schön. Ja, das ist okay. Wir haben immer noch keinen Draken, ne? Sehr schade. Mhm. Da muss er wieder sein Gewürz drauf spielen, da. Wir holen uns jetzt Taler zurück, würde ich sagen. Oder? Ja. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt Taler zurück. Früh. Zack, gibt uns nochmal zwei Karten. Mhm. Spiel ich ganz zum Schluss. Mhm. Ich wollte gerade sagen, das sind nicht die, die sich gegenseitig unterstützen, leider. Oder zum Glück, besser gesagt. Ich will nämlich keinen verbrennen. Das sind die, die sich gegenseitig unterstützen. Das ist jetzt gar nicht gut. Oh, aber sie hat die nicht. Irre. Absolute Irre. Ja, okay. Die werden halt erst gefährlich, wenn er die Dingens draufpackt, ne? Ah. Er hat nicht die zum Beschwören, sondern die zum Stacken. Okay. Ja, schlecht. Für uns. Wir haben echt viele Punkte gerade, möchte ich anmerken. So, er kann uns eh nicht mehr abfackeln. Weil er 16 auf dem Spielfeld hat. Und 12. Ach du Scheiße, ey. Er hat nur eine Spielkarte. Wir schauen mal, was passiert. Ich hatte vergessen, dass die einander... Oh, oh. Dass die einander stacken. Das könnte jetzt auf die Fresse geben für mich, mit den 17ern. Scheiße. Ich hab's gerochen. Aber, sind wir mal ehrlich, das war nicht so smart von ihm, die hätte er vorher kaputt machen können. Denn so... können wir die einfach zurückholen. Also er hätte den Friedhof lieber als letztes zerstören sollen. Dann holen wir uns einmal sie wieder. Spielen sie wieder aus. Holen uns das zweite Katapult wieder. Machen richtig Punkte. Boosten den Shit. 145 Punkte. Und machen einfach, dass er gar keine mehr hat. Oder sie besser gesagt.
Ah, das ist kein ganzer Unterschied von 100 Punkten. Ich glaube, es gibt eine. Es gibt eine Achievement mit über 100 Punkten Unterschied zu gewinnen, glaube ich. Okay. Gott, weggemacht. Ich habe keine Ahnung, wer ein Zweizahn ist. Heuer heißt, glaube ich, einfach heute. So. Wir wollen zur Nilfgaardischen Botschaft und einmal kurz reisen. Und mit kurz reisen meine ich leider relativ lange. Oh Gott, wir sind schon bei einer halben Stunde, Alter. Ich... Ja, doch, scheiße, aber ich nehme euch kurz mit. Nicht, dass auf dem Weg noch irgendwas passiert, was, wo ich mich dann ärgern würde, dass ich nicht aufgenommen habe. Doof Geschisse. Meine Güte, wird heute halt mal eine 45-Minuten-Pause oder was? Muss ja auch mal sein. Es ist ja immerhin nicht viel Fortschritt gewesen. Ich bin dumm. Ich muss sagen, die Dinger übersehe ich häufiger mal leider. So. Zum Basilisk und dann runterreiten, genau. Beim nächsten Mal machen wir die neuen Quests in der Stadt. Oder eine zumindest. Ich möchte nämlich eigentlich annehmen und direkt ausführen. Los, lauf! Ich muss eigentlich auch mal einen Part machen, wo wir einfach alte Quests abschließen, tatsächlich. Denn wir haben noch einen ganzen Arsch voll. Alte Quests, die ich abschließen müsste. Also zwei, glaube ich. Wo ich einfach nur die letzte Mission nicht gemacht habe. Von daher müssen wir das mal machen. Oh, mein Wecker klingelt, sehe ich gerade. Wenn ich Tabletten nehmen soll. Habe ich übrigens im letzten Part darüber geredet? Ich beschwere mich ja jetzt irgendwie. Das stimmt nicht. Okay. Häufiger mal darüber, dass mein Beinchen wehtut. Ich habe. Okay. Ich habe ganz einfach eine Sehnenscheidenentzündung im Knie. Tut weh. Ist jetzt aber nicht lebensgefährlich, also alles cool. Ist halt wirklich nur sehr unangenehm. Was bin ich hier überhaupt richtig, Alter? Ah, ich hätte auch einfach geradeaus weiter reiten können, aber. Spiel denkt sich, nee, geradeaus, schmarrt aus, sag ich immer nicht. Ist ja langweilig. Monster sind dein Steckenpferd. Ah! Verpiss dich mal. Ich hatte mal ein Mädchen. Guten Tag. Was soll ich sagen? Was bist du für ein Händler? Ein Fressenhändler. Du könntest Karten haben, ne? Ja, genau. Darf ich mir mal. Zeig ich mal. Also Karten. Du hast keine Karten, du bist ein Allgemeinwarenhändler. Bis dann. Ciao. So, dann wollen wir mal spielen gehen, nicht? Das könnte ein Wirtshaus sein. Es ist ein Wirtshaus, Ehre. Das heißt, wir kriegen hier nochmal hoffentlich. Ich will ja nicht aufdringlich sein, aber hast du nicht. Dann halt doch die Schnauze. Oh. Hübsche Barfrau. Was brauchst du? Ich hätte gern erst. Ich denke schon den ganzen Tag an einen schönen Wein. Und zwar? Rot, weiß, rosé, trocken, halbtrocken, lieblich, Schweregrad, Rebsorte? Ich muss darüber nachdenken. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Das hört sich ein bisschen an wie ein schlechter Anmachspruch, Bruder. Keine Karten. Ärgerlich. Erzähl mir etwas über diese Gegend, ja? Was gibt es da zu erzählen? Dass der Herr dieser Lande, Monsieur de Bourbon, die größte Arschgeige von Toussaint ist? Ach was. Danke. Dann bin ich besser wachsam. Interessante Geschichte, Brudi. Quint, vielleicht könnten wir eine Partie spielen? Let's go. Danke. Sie schmeicheln mir. Ich beginne. Verbrennen immer super. Einfrieren gut. Ja, das ist schön. Das ist auch schön. Ich würde sagen, wir spielen damit. Mir fehlt eine Unterstützungskarte. Sie spielt könnten auch nördliche Königreich. Okay. Mir fehlt leider auch eine Finte. Gut. Ein Meer. Sie spielt Plötze. Gut. Plötze ist auch so eine nutzlose Karte für auf der Hand. Die würde ich weglegen. Ne, weil A macht die echt und zweimal verbrennen. Okay. Gut, hat schon mal eine Finte. Nicht gut für uns. Schade, schade, Schokolade. Lecker. Okay, der dritte. Wir kriegen Taler erstmal. Den können wir wiederbeleben. Wir kriegen aber auf jeden Fall noch einen. Ich hätte gerne die zweite wiederbeleben oder eine Finte. Ich hätte auch both genommen. Okay, Bruder. Ist so. Ja, warum nicht, ne? Kann nicht schaden. Gegner kapituliert. Wir haben neun
Let's go. Kriegen noch eine. Nochmal einen frieren, Alter. Okay. Gut. Let's go. Schon mal wertlos gemacht. Also, was heißt wertlos? Schlechter gemacht. Das wollte ich nicht. Ich wollte ihn spielen. Hab mich gerade gewundert, warum ich da anklicken muss. Egal. Okay. Will jetzt nicht wirklich auch darauf gehen, oder? Wir dürfen jetzt natürlich erstmal nicht zu starke Karten spielen. Das war Wasted, Brudi. Bleib mal da. Kann ich ja notfalls auch noch stunnen. Okay, ich hatte erwartet, dass er dir auch verbrennt direkt. Können wir auch. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei Strong-Karten. Jetzt hätte er Plätze haben können, aber hat er ja schon gehabt. Ziemlich dummer Move in meinen Augen, aber gut. Ich gehe nicht davon aus, dass wir noch eine Runde spielen. Ich behalte die trotzdem mal auf der Hand, oder? Ah, doch. Wir spielen mal die. Wir hätten vorher die spielen können, ne? Zack, drei dazu. Die hätte ich mich ehrlich gesagt lieber unterstützt. Okay, er hat gute Karten. Wir spielen noch nicht unsere Achter. Wir holen uns jetzt Taler zurück. Er müsste auch noch zwei haben. Ein oder zwei. Okay, perfekt. Können eine 12 für eine andere 12er sacrificen. Ich warte mal noch ab. Vielleicht spielt er noch eine 6er. Absolut Ehre, Bruder. Gut, dann können wir jetzt die verbrennen. Ich kann aber einfach noch mal kurz abwarten, ne? Pass auf, wir machen so. Nee, pass auf, wir machen so. Perfekt. Das war kompletter Waste, Brody. Ah, was machst du jetzt? Tribok nochmal, okay. Perfekt. Ich habe keine 16er mehr rausgebaitet, aber immerhin 12er. So, pass auf. Wir haben das Maximalste, was wir haben, ist 12. Können aber 3 von seinen 12ern wegschmeißen. So, dann spielen wir auf unsere Reihe noch eins. Spielen da noch eins und spielen wieder so, dann macht er ein paar weniger und wir gewonnen. Also mir ist bewusst, wir hatten auch vorher schon gewonnen, danke. Aber ich mag gerne so hoch gewinnen. Okay, das war Ceres, die letzte Karte des Skellige-Decks, die wir so kriegen. Ich bedanke mich erstmal vielmals fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal machen wir eine der Quests aus, ich habe den Namen der Stadt vergessen, wenn ich ehrlich bin. Wie heißt die Stadt? Ich habe keine Ahnung. Buclair heißt die Stadt. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.